Habe das Snagger der Hager, weil ich. Guck mal, ich habe eine Nachricht bekommen. Ha? 1000 WhatsApp-Nachrichten. Eine Messenger, ich denke mal, das ist Dave. Guten Morgen an der Stelle. Guten Morgen, du bist knapp zwei zu Stunden spät. Zu spät. Zwei Stunden nur, mach nichts. Anderthalb Stunden, gehen wir mal eben mal ein bisschen Limit. Dave, so. Guck mal, wo wir hier sind. Weil ich, liebsten, ich guck mal kurz auf die Nachricht, jetzt bin ich mal wirklich gespannt, ob etwas wirklich ist. Er ist es. Mich. Oh, 16.18 Uhr. Das ist ein bisschen spät. Das war fast vor einer halben Stunde. Und was schreibt der? Voll verplant. Ach echt? Hätten wir gar nicht gemerkt, Dave. Nö. Du musst lernen, dir früher einen Wecker zu stellen. Hab ich auch gemacht. Ich habe mir sogar einen Wecker auf um 11 gestellt, damit ich noch drei Videos vorher aufnehmen konnte. Oh, ich bin so fleißig. Alter, wo sind wir hier? Hier waren wir noch nicht. Ah ja, doch, hier waren wir schon mal. Doch, stimmt. Ja, gut, aber irgendjemand hat mal gesagt, hier im Wasser ist auch ein Höhleneingang. Irgendwo hier. Im Wasser? Im Wasser, am Wasser, es irgendwo soll ihr was bringt sein. Bringt uns natürlich herzlich wenig. Ja, wenn wir dann nicht wissen, wie wir da durchkommen. Ich tauche mal ins Wasser. Ab und zu mal ein bisschen. Aber warte, direkt bei uns ist ein Höhleneingang. Der wird auf der Karte angezeigt. Ja, das heißt, dann waren wir da ja schon. Nein, wir sind gerade dahin gelaufen und der wird uns jetzt angezeigt. Kann man die Enten töten? Gibt's das Fleisch? Ja, klar. Bestimmt nur Generic Meat, oder? Hab keine Ahnung. Ich glaube schon. Unter Wasser, hier ist aber auch nichts außer Algen, Monster. Nee. Also laut Karte stehe ich quasi auf dem Höhleneingang. Ich wusste nicht, dass du auf Höhleneingänge stehst, wenn das deine Freundin wüsste. Naja. Jetzt kann man es natürlich wieder auf einer Metaebene anders betrachten. Warte, ich schwimme mal zu dir rüber. Hier müsste jetzt ein Höhleneingang sein, laut Karte. Wenn das wirklich so ist, dass diese kleinen Punkte... Könnt ihr in die Karte reinzoomen, oder wie ist das? Nein. Du siehst ich schwimme mal durch die Enden. Kleine Punkte. Ich komme mal hier hoch und guck mal von oben, ob ich vielleicht was erkennen kann. Und da zeigen Pfeile drauf. Und der müsste hier sein. Oh, hier liegt voll viel Zeug. Ich tauch mal runter, vielleicht ist... Dosen-Ravioli, Geld... Warte, ich kann dir noch was verlassen. Hier ist nichts. Noch mehr Geld. Warte mal, vielleicht? Geld? Ich hab dich doch gerade gesagt, Geld. Vielleicht scheiße, aber vielleicht läuft nicht mehr unter Wasser. Ich will Geld! Nein, ich will ins Wasser! Ah! Oh, wow. Muss man den vielleicht freisprengen oder so? Naja, das wird ja sonst wenn angezeigt ach, werden. Ach, wie Idioten! Haben wir das eigentlich schon gemacht? Ja, doch, haben wir, oder? Was denn? Am Baum das Ding aufgesprengt haben wir, oder? Ja, klar. Okay. Ja, stimmt, da war ja dieses Pistolenersatzteil bei oder was das war. Ja, genau, stimmt, okay, ja. Die wir auch noch zusammenbauen können. Du meinst, hier irgendwo soll vielleicht wirklich unter Wasser? Laut was, Karte ist hier direkt. Sind das die Enten, die so dumm lachen? Ja, das sind die Enten. Ne, die lachen uns aus. Weil wir so tot, Mistvieh. Also von mir jetzt direkt geradeaus, da müsste. Aber ich sehe auch nichts, also. Ich leuchte mal, ich bin eine helle Leuchte, pass mal auf. Stimmt, ich stehe jetzt auch drauf. Gegner. Hinter dir. Was? Ich hab die Bitch. Ihr haut dich schon um, ich guck mal im Wasser. Nee, der Höhleneingang muss quasi direkt hier sein. Ah, Sequenja, falali, falala. Wie dumm das aussah. Ich hab's nicht gesehen. Was, denn beim Runterschmeißen? Warte mal, ja. Nochmal. Ah, Sequenja, falali, falala. Flutsch. Ach, schön. Im Dunkeln sieht man natürlich überhaupt nichts. Ich kann also unter Wasser gerade gar nichts sehen, außer pure Finsternis. Ja, es ist halt super scheiße jetzt gerade. Das war auch der blödeste Zeitpunkt irgendwie. Um den Part schon wieder anzufangen, ne? Ich sehe da hinten auf jeden Fall Feuer. Da sind irgendwelche Buschneger schon wieder. Ach, da hinten. Oh. Die geben mir auch gar keine Ruhe. Können wir ja aber gar nichts sauber machen. Kann man ja nicht sauber machen. Weißen Bären darf man nicht essen, oder? Ja, was ist die Weißen? Okay, die Blauen waren nahrhaft. Die Blauen Bären kannst du essen. Okay. Ich mache mal. Genau, Captain Blaubeer. Okay, dann lass mal nochmal auf die Karte gucken. Ja, wir müssen quasi in Richtung Norden. Da wäre noch ein Höhleneingang. Ich guck mal ganz kurz nur. Laut Kompass, ob wir den schon haben. Ja, laut Kompass müsste das der sein, den wir schon hatten. Ich wärme euch mal etwas, weil mir war kalt. Ah, ich will auch hier rein, haha. Komm in meinen. Aber wir können natürlich, Bruder. Wir können natürlich auch noch ein bisschen in Richtung Mamor. Südwesten gehen. Hier lang. Okay.
Ach, da hinten. Du meinst, jetzt du findest so eine Höhle? Gleich ins Wasser? Oh ja. Ich darf nicht ins Wasser, sonst geht mein Stab aus. Eines Lichtlein brennen. Brennen? Habt ihr die Helligkeit heller eingestellt? Weil irgendwie ist bei mir immer alles super dunkel. Nee, ich hab die auch nicht höher gestellt, aber das ist, muss ich halt sie so. Einfach generell außerdem würde es die Stimmung zerstören, wenn wir es heller machen. Das ist ja dann ja, in die Höhe aber, weil Emo irgendwie immer sagt, dass er was sieht und ich sehe halt einfach gar nichts. Vielleicht hat er allgemein einen helleren Monitor. Ich habe einen neueren Monitor und habe das dann auf sehr hoch gestellt, weil ich den generell höher stellen kann und alles. Ich habe ja auch einen Monitor. Also weil ich den auch immer zum Zeichnen halt höher stellen muss, weil ich die Farben so, dann ja, sehe. Deswegen ist das dann halt... Hast du vielleicht einen höheren Gamma-Wert oder Kontrast oder sowas, das ist ja, ja alles klar, aber... Ich zum Beispiel finde halt dunkles Schwarz sehr anziehend, deswegen ist meiner ein bisschen... Oh, hey. Sorry! Oh, was rennst du mir auch... Ja, war die ganze Aua. Zeit vor dir, der ist ja gar nicht reingerannt. Das sah aus wie Brüdermord, weißt du, von hinten an kommt Katana! Jetzt unterstell mir hier nichts, irgendwie den Mord. Mord. Voldemort? Immer Mord. Ah. Irgendwie kommt hier aber auch nichts. Hier waren wir schon, das ist schon wieder der abgeschützte Flugzeugplatz, oder? Das Problem ist, dass irgendwie auf meiner Karte auch nichts Neues mehr eingezeichnet wird. Ich fütter mal einen Snack. Also egal, was ich gerade mache, auf der Karte wird nichts mehr angezeigt. Kurios. Ja, super. Machen wir jetzt. Durch den Wald rennen und nichts tun? Ist auch geil. Ich würde halt gern die Karten besser verstehen. Ach, übrigens, das ist das Problem. Was ich sehr interessant finde, vielleicht weiß ich noch nicht, wenn unsere Reaction zu Baby's Beauty Palace wurde weltweit gesperrt. Ich musste den Part rausschneiden aus dem Livestream. Sonst wäre der Livestream komplett gesperrt worden, ja. Weltweit, wow. Wo ich mir mehr. Aber denke, andere dürfen Reactions dazu machen. Nur bei uns irgendwie nicht. Hä, warum wurde es gesperrt? Wahrscheinlich, weil wir es haben durchlaufen lassen und nicht pausiert. Ach so, du hast natürlich das Lied drin gehabt, ne? Ich hatte das ganze Lied ja komplett samt Musik wieder drin. Und, aber andere machen ja auch Reactions zu dem Video, aber da ist es nicht gesperrt. Bei mir wurde es komplett weltweit gesperrt. Okay. Direkt weltweit, in allen Ländern der Welt. Das finde ich aber auch richtig, weil man das einfach nie wieder hören sollte. Das haben alle auch gesagt, das ist wahrscheinlich der Schutz, damit die Menschen uns davor bewahren. Mann, dieser verkackte Hase, das gibt's doch gar nicht. But that's just how it is. Ne? Ja, aber kriegt ihr irgendwie gar nicht mehr. Ich schneid's auf jeden Fall raus, wir versuchen dann das Video jetzt. Zu Bibi einfach in, als Download-Link oder über Vimeo auf eine andere Plattform einfach... Hier, Hasenfell. Oh, danke. ...anzubieten. Das heißt, der Part wird trotzdem online kommen, aber eben auf eine andere Plattform. Zum Runterladen, unsere Reaction dann. Das ist dann doch auch okay. Richtig. Oh, falls ich die Reaction irgendwie rauskriege, das ist halt die Frage, ich weiß nicht, ob ich es runtergeladen bekomme, weil weltweit gesperrte Videos dürfen nicht... kann ich nicht runterladen. Mal gucken. Wollen wir jetzt nochmal irgendwie in Richtung Osten laufen? Weil hier kommt ja wieder gar nichts. Hier ist ja wir wieder nur... Wir müssen jetzt mal diese Taucherglocke finden, weil da müssen wir in die Höhlen mal weiterkommen. Ja, weil wir müssen... Ja, wo ist denn die Taucherglocke? In den Höhlen überhaupt nicht. Warte, soll ich mal googeln, wo man in welcher Höhle man die findet und wo der Höhleneingang ist? Ja, müssen wir wenigstens wir ein bisschen schicken, aber... Wir hatten ja schon aber... die Höhle, in der wir die zuerst gefunden hatten damals, aber da war es diesmal nicht drin. Ja, die ändert sich ja immer. Ach so. Also, wenn man ein neues Spiel anfängt, dann ist sie dann manchmal immer woanders, deswegen... Na gut, das können wir dann nachher offscreen machen. Mal. Oder die wurde halt durch einen Patch halt dann woanders hingestellt. Das können wir gleich offscreen machen. Soll ich mal kurz bei Google gucken, weil ich hab's ja offen. Ja, wir können es ja gleich offscreen machen. Die 10 Minuten schaffen wir aber auch noch so. Genau, aber jetzt kommen wir wieder danach zu machen wir eine Pause. Oh, ich hab schon wieder Hunger. Ach. Ja, irgendwie, ich finde auch, man kriegt in dem Spiel ein bisschen schnell Hunger. Ein bisschen sehr unrealistisch schnell, ja. Ja, der Tag vergeht halt auch so super schnell, deswegen könnte man schon sagen, ja, so unrealistisch ist es ja gar nicht. Nee, ja, aber es schon. Nervt halt auf Dauer, dass man halt so oft fressen muss. Vielleicht kann man sich auch eine Option einstellen, wie schnell man Hunger kriegt. Hier ist ein Höhleneingang, den können wir auch markieren. Weil ich speichere auf jeden Fall erstmal. Bei dem waren wir nämlich schon. An dem Zelt, ja, ich speichere erstmal. Markiere ich mal kurz. Wollt ihr auch vielleicht nochmal speichern? Ich habe schon gespeichert, ja. Okay. Ich speichere auch nochmal kurz, Moment. Und Emo muss nur ganz kurz hier noch was... Okay, den haben wir noch nicht gesehen. Das ist also doch. Doch, da waren wir schon drin, deswegen markiere ich das doch. Waren wir schon drin. Da sind wir doch ursprünglich reingegangen. Genau, das war jetzt der Anfang vom letzten Part oder so. Okay, oder? Ich habe auch gespeichert. Achso, ich dachte aber nur, dann waren wir hier nicht... Hier vorne war doch irgendwo ein anderer Höhleneingang. Das sind übrigens nackte Ja, der war hier rechts hoch. Also, da wo der Abgrund ist. Okay. Doch, hier ist ja wieder ein Hexenmeister. Den haben wir noch nicht gesehen, da könnten wir nochmal reingehen. Ja. Dann gehen wir da mal rein, du. Die 5 WL können nichts entgegensetzen, du bist schon Level 80. Weißt du, und wenn wir da jetzt durch Zufall einfach mal reingehen, hier ist der übrigens... Weißt du, dann finden wir das wahrscheinlich. Genau, den Eingang hatte ich vorhin. Au! Den hab ich gar nicht gesehen, ich dachte, das wäre Sven! Danke für deine Rückenverteidigung. Ich dachte, das wäre Sven, tut mir leid! Ja, jetzt wäre ich also beleidigt. Hätte ich euch nicht geholfen. Denkt dran, die Kiffe abzuschneiden? Ja, das kann ich gerade machen.
Ich markiere den auch schon mal, weil wir da jetzt eh reinsteigen. Headjob collected. Okay. Okay. Na dann, komm schon, wo ist das, ich gehe schon mal voraus. Und guck mal unten. Ist der hier? Nee, warte mal. Hä? Wo seid ihr? Wieder, aber Freitag ist nieder. Da, wo hinter dir, hier zurück. Da, wo jetzt die Flagge ist. Hier, wo ich hüpfe. Ach so. Ich mach mal ganz langsam. Den sehe ich wieder auf der Karte nicht, ne? Da ist die Energiesammlung hier. Guck jetzt nochmal. Nee, auf der. Oh Gott, ich bin gerade beinahe reingefallen. Na super. Ich stehe nämlich gerade auf dem Loch. Okay, hier unten scheint es halbwegs friedlich abzugehen. Ey, schon wieder Hunger. Genau. Ich krieg AIDS, Alter. Hier unten waren wir doch aber schon, meine ich. Ja, 100 Pro. Das ist dieser, der von oben aussieht, als wäre er zugedingenst. Wenn ich auf M drücke. Ah, wir sind nur von der anderen Seite. Das ist dieselbe Höhle, aber. Die ist halt auch nicht 100% erforscht, ne? Stimmt, hier drin ist ja nochmal eine extra Karte. Oh Gott, ey, ich blicke über die Karten nicht drüber. Ja, ich raff die auch kein Stück. Ich gehe jetzt runter und guck mal nach. Ich komme mit. Hier ist Platsche. Ich wäre gerade beinahe runtergefallen. Es geht aber hier. Aber nur beinahe. Nee, hier geht's nicht lang. Hier geht's wieder sehr weit. Es gibt zu wenig runter. Einsatzmöglichkeiten für die Climbing Axe. Da hätte es mehr geben können. Ja, oder wir sind halt nur zu doof, es zu finden. Kann auch sein. Wahrscheinlich wird das eher der Fall sein. Ich glaube, wir sind einfach unfähig. Ja, wir sind mega unfähig. Inkompetenzen, das sind wir. Ist doch schon wieder die Höhle, wo wir nicht weiterkommen, weil wir ins Wasser müssen. Ach, komm schon. In der waren wir schon dreimal. Ich mach mir mal kurz was zu essen. Ah ne, ich habe jetzt schon die Dinger. Ach, okay. Scheiß drauf. Wir haben gespeichert, ich versuche mal durchzutauchen einfach. Ich sehe hier was. Irgendwas Helles, ich schwimme mir mal durch. Ja, ich schwimme auf dem Hellen. Ich glaube, wir haben den Eingang. Einfach durchschwimmen. Und jetzt irgendwie nach oben? Ja, ich bin irgendwie durch. Ja, ich auch. Ey, warte. Sind wir hier nicht schon mal hier durchgeschwommen irgendwie? Ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Guck mal auf M. Nee, mein PIN sagt, wir waren hier noch nicht. Ja, aber ich glaube, wir waren hier doch schon. Mach es uns nicht kaputt. Kettensäge. Geil. Nee, oder? Ja, Wollowitz, ey! Erstmal speichern. Das heißt, ich speichere hier doch noch nicht. Ich speichere hier auch mal gleich. Echt, kann man hier. Ah ja, ist schon ein Zelt. Allerdings kann man einen Zelt noch immer speichern, war? Früher konnte ich das nicht. Geil! Wie geil! Ey. Ich liebe diese Welt! Pass auf, ey! Vor allem, wie laut ist das? Alter, ultra laut! Bist du so. Hier ist Kanister auch noch auf dem Boden, ne? Damit die Kanister mit ein. Sind Kanister. Überall auf dem Boden versteckt, verteilt. Oh, meiner ist voll. Dann ach, hier mal. Kommt man durch. Und wo ist die Kettensäge da oben? Ganz oben rechts, ja. So, ich gehe mal hier durch den Gang. Oh Gott, ist das dunkel. Lol, einfach so stumpf sind wir, als wäre der im Wald oder was? Nee, wir sind jetzt in der Höhle drin, im Loch. Wir sind im Loch! Aufpassen. Oh, wir sind ja, oh, nice, Leute. Ey, schade, Dave, dass du nicht dabei bist, wir haben die Entdeckung gemacht. Ja, weil die erstmal gucken, ob wir wirklich weiterkommen. Oh nein! Ja. Sven! Oh mein Gott! Gib mir die Kettensäge! Sven ist da irgendwie runtergepurzelt. Ja, ich habe aber eben noch gespeichert, also. Also du lebst hier noch, oder? Noch weiter. Ja, wir müssen sowieso zum Grund, also wenn du noch lebst, wie hast du das geschafft? Hier ist noch offenweise Krempel, ne? Boos und Sticks und... Ja, warte. Aber ich bin noch gar nicht am Grund. Ich sehe einfach nix. Warte mal. Die haben ja eh gespeichert, ne? Oh, hier gibt's wieder viele Flares. Oh ja, nice. Ja, kann mal einer runterschießen, damit ich sehe, wie weit ich noch falle? Ja, klar, warte mal. Ich komme. Oh, hier sind Knochen. Will ich auch haben. Soda kennst, ich sauf mal Soda. Ohne Ende und fress mich mal mit ein paar Snacks voll. Kann es sein, dass man einfach schneller Gesundheit also oder Hunger bekommt und so, weil man, keine Ahnung, einfach zu müde ist oder so? Ja, man müsste auch mal nach einer Zeit eigentlich schlafen. Ja, stimmt, wir sollten ab und zu mal schlafen, wa? Haben wir auch nicht gemacht, wie die Idioten. Man kann ja, wenn man das Buch aufschlägt, kann man auf diese Figur klicken, dann sieht man da Tiredness. Ja, genau, aber meins ist nur 11%, also. Warte mal, Sven, ich weiß immer, ob 0%. Ja, ich sehe gerade, da unten liegt was, aber. Also, ich kann den Boden sehen, deswegen. Und Sven ist tot. Ja, toll. Weil ich nicht schnell genug Metz nehmen konnte.
Also hier geht's doch nicht offiziell runter, das ist natürlich richtig AIDS. Aber wir haben ja gerade gespeichert, wenn nicht müssten wir es nochmal, müssen wir nochmal neu machen, ne? Also ich hab da gespeichert. Runter zu hüpfen? Ganz langsam, nach und nach? Ja, das hab ich auch gespeichert, oder? So, ich lebe noch. Ich hab noch nicht mal HP verloren, ansatzweise. Muss ich nur gucken, dass ich hier irgendwie einen anderen Weg finde. Guck mal, hier zwischen kann man auch nochmal springen. Schwupp. So. Folgt ihr einfach mal. Hier geht's auch runter. Also noch könnt ihr mich wiederbeleben. Ah, ja, warte, ja. Folgen wir mal hier den großen Gang. Ja genau, hier geht's nämlich richtig lang. Und die können uns eh nichts mehr anhaben. Ich bin jetzt noch zur Hälfte. Ja, wir wissen halt nicht, runterspringen ist jetzt natürlich sehr riskant. Nee, hier geht's nicht runter bei mir jedenfalls. Nee, aber hier links ist bestimmt ein besserer Weg. Ach, da hinten, warte, ich sehe was. Ja, wir versuchen's mal, Sven. Aber du bist auch nicht ganz unten, oder? Ich, keine Ahnung. Ich versuch's mal. Ah! Scheiße! Das war zu tief. Ja, okay, wir sind alle tot. Okay, ja, dann machen wir neu, ne? Da würde ich sagen, wir starten neu. Okay, das heißt, du lädst uns wieder ein zum Spiel? Auf jeden Fall. 10 Minuten. Also nicht einfach beenden, oder wie? Ja. So, die beiden haben es endlich geschafft. Es gab Ladefehler, dies, das, tralala. Es war ein ewiges Hin und Her und juhu, wir haben es endlich über die Bühne gekriegt. Wir sind wieder hier. In unserem Revier. Erstmal ein bisschen was saufen. Reingekloppt. Oh, hier liegt was. Zum Angucken. Ah ja, der Baum. Ich bin der Meinung, dass die Wand hier irgendwie komisch aussieht im Allgemeinen. Ja, irgendwie könnte man hier doch mal durch. Man kann hier durch, Leute. Ah. Ja, genau. Folgen Sie mich. Oh, es ruckelt aber wie volle, ey. Aber richtig übel. Ja, jetzt geht's wieder. So. Ich habe gerade deinen Kopf von innen gesehen. Geil. Lass mal die Privatsphäre in Ruhe. Seine Gedanken gehören ihm. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei. Wie nächtliche Schrott. Schlag deinen Kopf zu, Brei. Wie nächtliche Schrott. Das ist für mich die schlimmste Werbung, die es gibt. Dieses singende Kind kann nicht singen und verschluckt so viele Wörter. Ja. Oh, da kommt jemand auf uns zu. Wen haben wir denn hier? Wow! Ingolf, der Schreckliche! Du tötet ihn! Okay, ich schmeiß mal eine Flare, wir haben ja genug davon. Hey! Guck mal, was da hinten los ist. Da hängt nur einer, okay. Der Kopf ist meiner. Oh, aber der Schalleffekt gerade war ganz geil. Der was? Der Schalleffekt, das ist bei mir noch ewig durch die Gänge gehallt. Ja, geil. Ja, also das Spiel hat schon definitiv sehr coole Atmosphären und... Passenger found und yelled. Pinata! So, wo ist der Messenger? Ach, hier waren wir aber, glaube ich, noch nicht. Oh, jetzt ruckelt Alter, das ruckelt voll ab bei mir, das Wasser da vorne. Kann man hier runter? Sieht nicht danach aus, wa? Ach, links lang! Waren wir hier nicht schon mal? Ja, ich glaube schon. Oh nein, das ist doch die Höhle, wo wir dann Ewigkeiten uns hochgeglitscht haben. Oder ja, das ist die Höhle. Oh nee. Ich wusste doch, dass wir am gleichen Ort sind. Aber guck mal, wenn wir ganz da unten gehen, ist es so tief, dass es zu dem Loch im Krater passt. Wir brauchen die Ausrüstung. Verdammte Scheiße. Wir müssen irgendwie tauchen können. Also ich habe mal gegoogelt. Ich weiß jetzt zum Beispiel, also im Wald, weiß ich jetzt, wo die Höhle, also wo der Höhleneingang ist, wo man die Taucherglocke da finden kann. Achso, okay. Okay. Aber es sind ja mehrere Höhlen, oder nicht? Nein, das ist nur ein Höhleneingang, also die uns dann halt direkt dahin führt. Sonst müsste man ja tauchen, damit die Höhlen sich verbinden, und das können wir ja nicht. Das Problem ist halt aber, dass wir an der Stelle, wo Sven und ich die schon gefunden hatten, wenn es nur dieser eine Eingang ist, trotzdem in der ganzen Höhle nichts gefunden haben. Dann haben wir nicht gründlich gesucht, da sind wir irgendwie falsch abgebogen oder wie auch immer. Wie gesagt, manche sind ja auch verbunden, es ist ein Labyrinth. Irgendwie ist Emo jetzt gerade voll leise. Vielleicht liegt es am Wasser. Wie tief geht's hier runter? Okay, es geht nicht weiter. Das Wasser ist irgendwie voll durchsichtig bei mir gerade. Hey, was mache ich denn hier? Hilfe! Ah! Das war creepy, das ergab keinen Sinn. Ja. Also ich glaube, wir kommen hier heute nicht mehr weiter. Nicht wirklich. Weil wir die scheiß Ausrüstung brauchen. Oh. Hatte ich sie jetzt gerade hier runtergefallen. Aber wisst ihr was, Leute? Wir sind eh bei 20 Minuten. Da wir heute eh nichts mehr finden werden. Geronimo! Ich mach mit. Hui! Ich hab sogar überlebt. Ich bin auf den Felsen aufgeklatscht und hab nicht mal 30 HP verloren.
Ihr seht beide noch, oder? Ja, ich muss was gefallen, ich hab zu Felsen geklatscht. Alter, hier sind Gesteine. Steine, Gemäuer. Und hier ist sonst so Dreck im Wasser. Hier unten leuchtet was Schönes. Okay, ich guck mal, ob es hier unten irgendwas Schönes gibt. Alter, also ich sehe. Es geht mega tief runter auf jeden Fall schon mal. Und man erkennt durch die Leuchteffekte auf jeden Fall eine Menge. Aber ich sehe hier keinen weiteren Durchgang. Ich muss mal wieder hochkommen. Ich komme gerade ganz langsam zu euch runter. Also das hat man locker geschafft. Ja, ach, die Scheißhöhle. Ja, da waren wir schon drin. Hier ist doch. Ich guck nur gerade, ob hier unter Wasser irgendwas ist, weil der Leuchteffekt sagt eigentlich einiges. Oh, hier liegt was, was man mit E angehört hat. Gasflaschen. Can't carry any more stick. Ja, da ist nur ein Stick. Okay, ist aus einer Gasflasche. Na ja, gut. Diese komischen Partikel irritieren. Oh. Und da war runter. Ging's hier nicht durch? Nee. Ja doch, ich erkenne viel, aber... Oh Gott, ich habe keine Luft mehr. Hoch! Man erkennt eine Menge, natürlich, aber... Ob es hier genau was Schönes gibt, ist natürlich nicht erkennbar. Kann man schon mal angucken. Das war schon mal im Vorfeld. Staubkügelchen, die nerven, sonst würde ich viel mehr sehen. Die verschwommene Ansicht ist eher das Hauptproblem für mich. Naja, für mich nicht, nur diese komischen Puzzle im Wasser. Geht es hier runter durch? Nee. Ich habe jetzt noch Snacks eingesammelt, ich würde gern speichern. Tja. Müssen wir hier mal wieder raus, wa? Ja, ich kletter hier gerade schon hoch. Ja, wir haben ja eine Höhle jetzt gespeichert. Ach, da vorne. Ja gut, aber wenn wir in der Höhle wieder starten. Ja, aber nur dieser kleine Spalt, dann können wir eh wieder nach oben klettern, können wir uns den Weg sparen. Ja. Und auf jeden Fall geht jetzt mal im Lager was essen. Wo bist denn du eigentlich? Ich bin hinter dir. Achso, okay. Alles klar, also wir haben immerhin schon mal einen Weg gefunden, wie wir Richtung Krater uns aufbegeben können. Ich vermute mal, dass die Höhle, weil die so tief runter geht, irgendwie im Zusammenhang steht mit dem Eingang, der ganz unten im Krater ist. Was man da im Krater nun findet, weiß ich nicht. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Bitte? Sorry, nee. Ihr wisst nicht, was man im Krater finden kann, oder? Nein, keine Ahnung. Also. Ja doch, aber man muss tauchen. Ja, toll. Ja, ich weiß es aber wirklich nicht, also ich habe keine Ahnung. Deswegen. Ah, hier ist nämlich die Climbing Axe. Ah ja, genau, ja. Hier waren wir wieder. Die hatten wir ja schon. Aha, Great Savings. Geil. Great Savings. Oh, 599. Irgendwas ist gerade komisch. Der Sound buggt bei mir voll rum. Ja, bei mir auch. Es macht meh. Ja? Warum habe ich Schaden bekommen? Wahrscheinlich, weil du frierst. Super. Zu machen mit der kleinen Ex. Alles klar. Gehen wir mal hoch hier. Oh, der Sound ist voll eklig. Einmal dieses. Kann ich auch. Achso, mit E loslassen, okay. Oh, das ist eklig. Das Wasser klingt einfach nur wirklich wie so ein kaputter, wie so eine kaputte Drohne. Jetzt, jetzt ist ruhig. Wundervoll. Ja gut, also hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Ja, das ist auch nicht schlecht. Bis wir wenigstens drüber hin müssen. Hier war der erschlagene Kamerad. Ja. Da wird die Höhle auch schon. Was hat sie gerade da, die? Ey, du bist gerade irgendwie, weil du gesprungen bist übers Wasser. Hat er die Wasseranimation ausgeführt und es sah aus, als wärst du gerade über diesen kleinen Fleck Wasser so drüber geschwebt. Ja, ich bin halt so Jesus mit dem Bein nach oben. Ich kann das. Ich bin Jesus mit den Beinen nach oben. Ja, wenn er kann, dann hast du. Wenn er kann, ja, hat, dann kann er. Dann. Wenn er nicht kann, dann hat er nicht. Und auf geht's, Leute. Kannst du aber nicht umgucken, wenn du hochkletterst, ne? Das ist richtig ätzend. Und doch, links und rechts so ein bisschen. Da ist die Kiste, die schwebende. Ja, stimmt. Die bei irgendwem runtergefallen ist? Bei mir, ja. Okay. Da habe ich mich noch gewundert, weil ich stelle mich gerade an die Wand und auf einmal macht's krach direkt neben mir. Und ein Seil. Oh, hier liegen Eingeweide. Und ein Seil und tote Babys. Ja, das sind Herzen. Und Herzen. Sie lieben uns, Harry. Sie lieben uns. Es war jetzt ein Heuchelspiel. Sie haben uns geliebt, wir haben sie in das Loch runtergeschmissen und vergammeln lassen. Ist euch auch so kalt? Ja, ja. Ah ja, okay. Oh, ich trage gerade einen Bademantel, das hilft. Ne, bei uns ist das Wetter so, dass man strahlenden Sonnenschein hat. Also. Bei uns ist es sehr durchmischt. Also mal ist es schön, mal ist es scheiße. Es wechselt halt sehr schnell. Berlin ist verflucht.
mal schön, mal scheiße, trinkst halt eine Berliner Weiße. So. Gut, wir sind draußen. Kann man hier speichern? Schlafen? Übernachten? Nee. Warte, wir können auch so ein kleines Piss-Mini-Zelt bauen aus Dreck und Blättern. Hier so. Wir haben doch hier bestimmt irgendwo ein Zelt. Oder ich lasse euch einfach bauen. Wir brauchen nur noch 4 Stöcker. Komm, die hat doch jemand von euch. Okay, dann würde ich sagen, wir speichern jetzt erstmal alle. Erstmal speichern, genau. Hab ich. Normal, dass wir hier am Eingang wieder sind. Achso, okay. Dann können wir sleepen oder was? Wollen wir? Ich mach mal. Wo lohnt sich eigentlich noch gar nicht, weil wir dann sowieso, wenn wir die Partys beenden. Stimmt, lass uns das aufsparen. Lass uns das aufsparen. Okay. Fürs nächste Mal. Müssen wir uns nur merken, dass wir hier schlafen. Alles klar. Alles klar, ich nehme ihr geilen Eierhälse. Das war's dann auf jeden Fall. Immerhin haben wir schon mal ein paar Hinweise bekommen und nächstes Mal gucken wir uns nach dem Luftzeugs um, dass wir endlich mal tauchen können. Der kleine Timmy will irgendwann geborgen werden und der Krater muss erkundet werden. Also von dann, auf dann. Machen wir. Aber vorher. Aber vorher? Oh nein, Dynamit. Nein. Ich wollte ein bisschen Battle, Leute. Oh. Wir hören die Musik nicht. Wo kann ich die hinmachen? Vielleicht hier irgendwo am Zelt hin? Oh. Da kommen welche zu. Ich will auch so. Ich kann am Zelt sogar die Musik jetzt hier. Wo ist er denn? Wo ist er? Hört ihr die Mucke? Musik? Ja. Komm, welche Musik kommt sie angerannt? Wette, Leute! Warte, das hätten sie gelaut, Alter. Eine richtige Hillbilly-Party hier, die zerschneiden Menschen. Geil. Fühl mich wie bei Dead by Daylight mit der Kettensäge. Oh, komm mal hier, Turtle Rock. Warte. Komm raus! Der hält ja was aus. Komm raus! Oh, scheiße. Ich glaube, ich habe sie ganz kaputt gemacht. Nee, da ist sie, hinter dir. Warte mal, ich will ausprobieren. Kann man damit einen Baum fällen? Oh, ja, yes. Gucken. Oh, geil. Das funktioniert der Ast rein, Alter. Baum fällt. Voll gut. Ui. Oh, warte, Scheiße, ich habe ihn kaputt gemacht. Erstmal reparieren. Alles klar, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Part auf der Nacht weiter. Wiedersehen. Tschüssi, Kowski. Bla 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 bla.